ich lese, Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet der Stiftung Warentest. Und es geht um Warzen im Kapitel Hauthaare. Nach dem einführenden Text geht es um die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe in alphabetischer Reihenfolge. Und ich bin bei einer Wirkstoffgruppe angekommen, einer Kombination aus Salicylsäure und Fluorouracil. Und die ist gelb bewertet, mit Einschränkung geeignet bei Warzen, wenn Salicylsäure allein nicht ausreichend wirksam war. Unerwünschte Wirkungen können häufiger auftreten als bei einem Monopräparat. Ich lese vor. Salicylsäure und Fluorouracil, in Klammern äußerlich. Salicylsäure weicht die Haut auf. Fluorouracil ist ein Zellgift, das die Zellteilung hemmt und die von Viren hervorgerufenen Gewebewucherungen der Warzen verhindern soll. Die Bewertung gelb, mit Einschränkung geeignet bei Warzen, wenn Salicylsäure allein nicht ausreichend wirksam war. Unerwünschte Wirkungen können häufiger auftreten als bei einem Monopräparat. Der Zusatz von Fluorouracil zu Salicylsäure ist in der Regel nicht notwendig und nur sinnvoll, wenn Salicylsäure allein nicht ausreichend gewirkt hat. Wichtig zu wissen. Warzen in der Nähe der Augen oder von Schleimhäuten dürfen Sie hiermit nicht behandeln. Das Mittel darf nicht gemeinsam mit Brivudin, in Klammern bei Gürtelrose, Klammer zu, angewendet werden. Brivudin erhöht die Giftigkeit von Fluorouracil. Zwischen der Einnahme von Brivudin und Verumal sollten mindestens 4 Wochen liegen. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Bei Säuglingen dürfen Sie diese Arznei nicht anwenden. Bei älteren Kindern dürfen Sie insgesamt nicht mehr als 0,2 Gramm Salicylsäure täglich verwenden. Und bei dieser Dosis nicht länger als maximal eine Woche. Für Schwangerschaft und Stillzeit. Diese Medikamente dürfen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit nicht anwenden. Wenn Sie schwanger geworden sind, während Sie die Arznei benutzt haben, sollten Sie sie sofort absetzen. Es geht weiter mit dem letzten Medikament und die Wirkstoffe sind eine Wirkstoffgruppe. Das ist Salicylsäure und Milchsäure äußerlich angewendet und die sind grün bewertet geeignet bei Warzen. So.